Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns ins HCC-Hauptquartier durchgeschlagen und haben dann ihr großes Geheimnis enthüllt. Na gut, bisher weiß nur ich es, aber sie möchten alle in Kryokammern konservieren und immer nur einen Teil der Bevölkerung rauslassen, was einerseits okay ist, andererseits irgendwie auch, ich weiß nicht, dumm, weil rein theoretisch werden ja die Leute immer mehr. Das heißt, es werden immer mehr Leute konserviert. Ich meine, das ist ein Spiel auf Zeit. Also, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber gut, wir schlagen uns jetzt mal richtig durch das HCC-Hauptquartier und klauen ein bisschen Stuff. Viel Spaß. Die Kryokammern. Oh, shit. I hear about you ordering more tests performed with sample 4157. That batch failed spectacularly. I saw a variance in the results that we never accounted for, so I had the techs run the trial again. And the results were 0.003% different this time. Do the words statistically insignificant mean anything to you? Of course, but we're obligated to explore every possibility. We're obligated to get a working formula before Akande has us all in tanks to help test the next batch of samples. Now get to work. Okay. Nicht wirklich aufschlussreich, was hier passiert. Aber ich meine, testen Sie jetzt hier die Kammern für Ihre zweite Option? Dieses wellenartige Wiederbeleben der Leute? Scheiße, ich verlaufe mich doch jetzt schon. Nicht mal Privatsphäre auf dem Klo kann man haben. Jo, das Problem ist jetzt, ich werde eindeutig bestimmt angesprochen, wenn ich jetzt rauskomme, ne? Schleichen wir uns hier einfach vorbei. Hoffen wir auf das Beste. Ich sehe hier schon mal niemanden. Oh, eine Werkbank. Auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Aber gut zu wissen, dass hier eine ist. Falls meine Waffe mal kaputt geht. Hier ist noch eine Kryokammer. Was auch immer sie damit vorhaben. Guck mal, hier sind überall explosive Fässer. Irgendwas wird hier passieren. Ich glaube, wir kommen hier nicht so einfach raus, wie wir reingegangen sind. Ich glaube, das ist eine Wache. Scheiße. Oh Gott, ich komme da nicht lang. Okay, wir verstecken uns hier, bis er weg ist. Ich würde mich hier nämlich gerne durchschleichen. Oh, jetzt bleibt er da stehen. Guess I'm seeing things. Ja. Was? Will der mich verarschen? Das Flugzeug. Sanitdrohne. Ach, scheiße, Mann. Muss ich da durch diese Tür? Oh, oh. Ich sollte schnell hier durch diese Tür gehen. Ich bin da am Anfang. Herzlichen Glückwunsch, Zero. Ich hab sie geschlagen! Ich hab sie geschlagen! Nein! Ich muss weg. Das ist der falsche Fahrstuhl gewesen. Nein, ich muss doch wieder zurück in die Deckung gehen. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay.
Da sind Probanden drin. Scheiße. Einfach wegschleichen. Einfach wegschleichen. Nein! Nein! Optional kühl, Laborschlüsselkarte. Oh. Okay, weißt du was? Folgendes. Okay. Der ist mir zu nahe gekommen. Ups, das wollte ich nicht. Wie kann ich den jetzt ausrüsten? Kann ich den hier einfach so ausrüsten? Och, komm. Ja gut, töten wir einfach so. Netter Kommandant bist du. Ich lass dich am Leben. Nur solange ich meine Waffe gewechselt habe. Hey! Ich wollte die Schotti haben. Die wollte ich haben. Okay. Gut, ich habe jetzt hier um mich geballert. Und keine Sau hat's gemerkt. Fast. Keine Sau. Okay, ich bin wieder verdeckt. Guck mal, da ist noch eine Tür. Jetzt hör auf zu schlagen, Zero. Meine Fresse. Ducken ist diese Taste. Ich habe in meinem Leben zu viel Halo gezockt, ey. Bin richtig Halo geschädigt. Super. Toll. Ah, ich weiß, wo wir rauskommen. Da ist diese besagte Tür. Sind das Gefängniszellen? Versiegelt. Da ist keiner drin. Hallo, Proband. Kann den ich nicht rauslassen, ne? Gibt's hier irgendwie... gibt bestimmt einen Computer. Und zwar kann ich die wahrscheinlich hier mit rauslassen. Und dann würden die wahrscheinlich für Aufsehen sorgen. Yep, das ist die Tür. Hm. Das hilft mir nicht weiter. Moment. Ich habe doch den Gedankenkontrollstrahl, ne? Na gut, tun wir so, als wäre das effektiv gewesen. Guckt ihn euch an, den kleinen Cheater. Ja, sie sind beide gestorben übrigens. Na gut, dann kann ich jetzt auch hier runter. Oder das Spiel hindert mich einfach daran. Sanit-Drohne, kannst du mich heilen? Oh. Wieso drücke ich diese Taste? Wieso? Hör auf, die Leute random zu schlagen. Seid ihr böse auf mich, wenn ich hier reinkomme? Ich darf hier einfach durchlaufen. Wieso sind die nicht so böse auf mich? Okay. Einfach cool bleiben, wenn dich jemand anspricht, töte ihn. Das ist der Plan. Ein wunderbarer Plan. Aber wieso muss man in diesen Anzügen sein? Ist das, damit die Haut nicht einweicht? Und die Gehirnzellen absterben? Oh shit. Oh shit, irgendwer hat mich gesehen. Ich glaube, der geht wieder weg, ne? Hä? Hätte schwören können, dass hier um die Ecke. Ich glaube, der sucht mich. Der sieht mich irgendwie, seht ihr das? Das steigt und steigt und steigt. Der hat einen Wallhack an. Na gut, jetzt sinkt es wieder. Der hat einen Wallhack an. Dietrich, hier kann ich immer gebrauchen. Okay. Da ist das Gedöns, was ich möchte. Hör auf, mich zu suchen. Such dir ein Hobby anstatt mich. Es muss ja irgendwas Wertvolles sein, ne?
Dimethylsulfoxid. Formulation Version 1283,2. Discounted due to serve adverse reactions. Warning, do not stare directly at contents. Ja, wie komme ich da jetzt ran? Warte, habe ich es jetzt? Ich habe es doch nicht eingesammelt. Ah, Dimethylsulfoxid in Kanister leiten. Alter, ich will das Ding weghaben. Warnung, diese Prozedur kann zur Unbrauchbarwerdung von Experimentärergebnissen und zum Tod menschlicher Testsubjekte führen. Weitere Informationen? Plötzlicher Dimethylsulfoxidentzug ist hochgradig tödlich und führt zum Abbruch laufender Experimente. Experimentenintegrität und Überlebensfähigkeit der Testsubjekte kann bis zu einer Dimethylsulfoxid-Konzentration von 73,629% gewährleistet werden. 100% ausleiten. Oh, Experimentdetails. Oh. Experiment autorisiert von Rockwell Charles. Projekt Lebenszeit Anstellungsprogramm. Ziel: wiederholte Wiederbelebung menschlicher Subjekte aus Langzeitkryostasis ohne Tötung der Subjekte und Verlust der verbundenen Produktivität. Klar, Menschen sind halt auch Ressourcen. Ergebnisse nicht beweiskräftig. Prognose vorsichtig optimistisch. Gib einfach alles her. Gib einfach alles her. Laboraufzeichnungen sehen. Menschenversuche. Die Hinzufügung von Dimethylsulfoxid für die aktuelle Testrunde hat zu Verbesserungen geführt. Subjekte haben einen stabileren Blutkreislauf und erhöhte neurale Aktivität. Allerdings scheint unsere Formel noch etwas zu fehlen. Bisher können wir Subjekte nicht aus Langzeitkryostasis vollständig wiederbeleben. Ihr könnt es nicht hören, aber ich klatsche. Meine KI rechnet das einfach raus, es tut mir leid. Vielleicht, wenn ich gleichzeitig rede. Vielleicht hört ihr es dann. Die Entfernung der Dimethylsulfoxidversorgung führt zu eher schmerzhaften Toden. Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, die sind einfach weg. Wiederholte Wiederbelebung und Neueinfrierung innerhalb einer Lebensspanne würde das Problem vermutlich verstärken. Noch dazu hatten wir erhebliche Probleme bei der Beschaffung zusätzlicher Dimethylsulfoxids. Die aktuelle Menge muss ausreichen. Ja, nix. Alles meins. Alles meins. So, wie geht's euch jetzt? Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ich habe aber schon ziemlich viel Scheiße gemacht, ne? Ah, das ist wirklich gemein. Also irgendwo... Ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen. Aber ich habe gesagt, wir machen einen bösen Charakter, deswegen musste ich das machen. Voller Kanister mit dem Flu-Dings-Clown. So. Langwaffen haben wir voll. Irgendwas wollten wir machen, ne? Technik. Schaden gegen Robotereinheiten. Tüftlerkosten, ne? Das ist auch nicht schlecht. Kloppen wir hier einfach mal ein paar rein. Ich möchte diese 100 hier haben. Das wäre wirklich richtig cool. Dann könnte ich nämlich meine ganzen Sachen richtig boosten. Richtig boosten. Fraglich, ob wir es erreichen werden. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie lange das Spiel noch geht. Weil wir sind ja auch schon jetzt eine Weile dabei, ne? Kann sein, dass es halt hier um die Ecke schon aufhört. Oder es doch noch ein paar Folgen gibt. Ist das hier der Ausgang? Und die machen weiter, als wäre nichts gewesen. Oh, stimmt, da war ja noch was. So,
Okay, wenn du die taktische aktivierst, bevor du dich kurzzeitig mit normaler Geschwindigkeit, wenn der Effekt tritt neu, wenn die, ja, check ich eh nicht. Erhöhte Rüstungswerte und die Fähigkeitsboni aller Rüstung, die du trägst, das kann man machen. Wenn du einen Gegner tötest, werden deine Mali auf Waffenstabilisierung und Zielgenauigkeit, wenn du nicht stillstehst, kurzzeitig vollkommen aufgehoben. Ist auch cool. Erhöht den Schaden, den du mit Wissenschaft. Ah, scheiß drauf. Ich würde mir gerne Rüstung geben. Und dann können wir gerne den hier machen. Und dann gucken wir mal, was es noch so alles gibt. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja, das hilft mir jetzt nicht weiter. Da gab es doch einen Fahrstuhl, ne? Stimmt. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Wo bin ich? Ich suche den Fahrstuhl. Okay, wir bleiben einfach hier. Wenn hier jemand kommt, schieße ich ihn weg. Okay. Ich habe mich jetzt endgültig verlaufen. Geschafft. Okay, ich kann gar nicht mal so weit weg vom Fahrstuhl sein. Hier ist diese Tür, die wir aufgemacht haben, ne? Der Fahrstuhl war rechts. War rechts. Alles klar, Leute. Raus hier. Ach, wenn ich kurzzeitig im Kampf war, wird meine, hier Hans-Dieter, meine Tarnung zurückgesetzt. Nicht ja nice. Also bin ich hier auf der zweiten Etage, oder? Nee. Wir sind immer noch Leichen. Okay, zurück nach Byzantium. Gehen wir raus aus dieser Hölle. Ich habe Roboter getötet. Und dafür verfolgen die mich jetzt seit einer Stunde. Ich habe nichts gemacht. Nichts Feindseliges. Den Menschen gegenüber. So. Tagebuch. Kehre zu Phoenis zurück. Ah, das kann ich gut. Kann ich schnell reisen? Ich würde gerne die Wachen auf dem Weg hier, weil hier sind noch unzählige Waffen, gerne vermeiden. Und zum Ver. Ist ein Gegner in der Nähe, Leute. Wir müssen eventuell den Weg uns freischießen. Oder hoffen, dass wir jetzt keine Gegner. Oh, guck mal, keine Gegner in der Nähe. Nice. Jetzt geht das doch. Du kannst in der Nähe von Gegnern nicht schnell reisen. Wo siehst du hier irgendeinen Strich? Ich töte sie jetzt alle. Hier ist nichts in der Nähe. Absolut gar nichts. Also lasse mich dahin fliegen. Da sind ungefähr 20.000 Wachen. Hier sind 20.000 Wachen, Leute. Ah. Prügeln wir uns durch. Wird schon gut gehen. Insofern hier kein Dark Souls-Boss auf mich wartet. Dürfte das doch glatt gehen hier. Ich kenne ehrlich gesagt den Weg zurück nicht mehr. Ja, er ist böse. Keiner mag Werbung. Wow, der hat mich schnell entdeckt. Okay, du bist nur ein Hausmeister. Alles klar. Kann ich hier durch? Was ist das? Ach, das ist wieder so ein Möter, ne? Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Niemand mag Werbung. Na komm, kipp einfach rum. Tut mir den Gefallen. Okay. Wo ist der Hund? Ey, der Hund, ne? Es tut mir leid, aber der ist echt nervig. Oh, danke. Oh, Ruhe. Okay.
Wir sind nicht mehr weit. Ich sehe Werbung. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, ich bin nicht allzu weit entfernt. Aber hier geht's hoch. Und ich muss runter. Also irgendwas stimmt hier nicht. Da ist eine Tür. Eventuell wird es die sein. Oh, ich dachte, er verkauft mir jetzt Werbung. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber wir werden sehen. Was da? Wehe, es ist diese Tür. Oh, ich dachte schon. Werbung. Okay. Da unten werden höchstwahrscheinlich noch weitere Wachen sein. Lassen wir uns mal überraschen. Kann ich von hier oben schon gucken? Ich sehe hier keinen. Kann ich da nicht einfach runterspringen? Hallo, Fahrstuhl. Ah. Raus aus der Hölle. Okay, schauen wir einfach mal auf die Karte. Ich sehe einen roten Punkt. Das ist nicht viel. Ich habe jetzt mehr erwartet. Aber war hier nicht so eine Schleuse mit Wachen? Mir war so. Ja, diese Schleuse meine ich. Aber hier ist niemand mehr. Ich bin frei. Von wo? Irgendwer schießt auf. Ich weiß nicht wer. Ich weiß nicht wer! Nein, bitte. Oh. Nein! Ah. Oh Gott, ich treffe ihn nicht. Oh. Ich habe ihn gefunden. Oh, ich war so kurz davor zu sterben. Oh. Raus aus der Hölle! Ich hoffe, ich komme nicht wieder. Und ich hoffe, der Vorstand auf den anderen Welten mag mich. Alles nur, weil ich Roboter getötet habe. Roboter. Getötet. Du hast Buch erhalten. Was ist Buch? Ersatzherzküchlein. Bist du Buch? Hä? Was denn für ein Buch? Ich sehe hier kein Buch. Ja gut, es ist ja auch kein Auftrag, ne? Was zur Hölle ist dieses Buch? Wird keine Waffe sein. Obwohl, Wissen ist eine Waffe. Ich sehe kein Buch, Leute. Ich sehe absolut kein Buch. Tut mir aber so, als hätte ich ein Buch. Ah, ich muss eigentlich nochmal zurück, ne? Nice work dispatching Chartrand, Captain. Okay, die Kühe habe ich jetzt mal nicht gesehen. Ich wollte ja eigentlich noch hier vorbeischauen, guck, was für Rüstung ich hier habe. Ultinatur. Nicht schlecht. 199. Wir nehmen die einfach mal mit. Warte, welche Taste? Einen nehmen. Wir nehmen nur den. Schweißerbrille. Technik. Nehmen wir die Schweißerbrille noch mit. Alles klar. So. Ich würde gerne mal gucken, was für Rüstung wir hier gespeichert haben. Natürlich haben wir nichts hier. Kein Spacer's Choice.
Wir haben nichts für die Modeschau. Ah, die werde ich, glaube ich, offscreen besorgen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Aber erstmal. If you don't, you have a message from Adjutant Sophia Akande. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. Ich fange gerade erst an. I'm glad to hear that. This may come as a surprise, but I happen to enjoy your work. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. You walked through Edgewater and in your wake transformed it from a loyal company town to a haven for dissidents. I'm actually a little impressed. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. Und es hat mit einem Mord begangen. Und du klingst fast, als würdest du das ganz gut finden. Not always. For the longest time, I could never be sure if you were on our side or against us. You should be back on the Hope, frozen in a hibernation chamber. Yet here you are, flying about in a stolen ship. Leaving a trail of paperwork in your wake. The board doesn't know what to make of you. But I do. I've seen your potential. There's so much we can do for this colony. Ich hab die Hälfte auf Byzantium umgebracht. Was soll ich denn bitte für die Kolonie leisten, außer Leichen? Oh. Ich glaube, ich weiß, was sie von mir will. Woher weißt du, dass ich auf der Hope... dass ich von der Hope stamme. You haven't exactly been keeping it a secret. We raised security on the Hope after Wells broke in. As for discovering the identity of the missing colonist, all we had to do was scan the passenger manifest. Okay, du willst mit mir reden. Wie lautet dein Angebot? You have something I want. I'd like to negotiate. Ich meine, bestimmt meine Waffe und meine Munition. Meine Munition kann ich dir zeigen, aber die Waffe wirst du vom Weiten sehen. Du brauchst bessere Sicherheit. Diese Chemikalien hätte jeder klauen können. Yes, I'm aware that you stole a batch of precious chemicals and destroyed an important experiment. Enterprising of you, if irritating. My scientists tell me they'll restore the damage you've done within a matter of months. But I'm not here to talk about minor setbacks. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin natürlich der Böse hier. Das habt ihr in der letzten Stunde festgestellt. Wenn ich jetzt Phineas ausliefere, bin ich natürlich der Böse. Aber wenn ich Phineas weiter helfe, töte ich ja mehr Leute. Also irgendwo... ich habe so einen innerlichen Konflikt, was vielleicht ein bisschen... schlimmer wäre, Phineas zu helfen oder ihn auszuliefern. Dann überzeug mich mal. Mit einer Menge Geld geht alles. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Ich finde schön, wie meine KI einfach zuhört. Der ist doch nicht wahnsinnig. Der hat zu Hause ein Schwein, das ich umgebracht habe. Ich glaube, da bin ich der Wahnsinnige. Nichts ist kostenlos, meine Liebe. Don't worry about pay. The board always rewards good work. Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm asking you to help me correct that mistake. I'm sending you my access code. Contact me from Wells' terminal. When you're done, come speak to me in my office. Adjutant Akande's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Wir haben nicht über Zahlen geredet. Das gefällt mir nicht. Diese Belohnungen, ne? Diese Belohnung, die sie erwähnt hat. Ich kenne da eine Belohnung, die byzantianische Mitbürger bekommen haben. Und zwar diese Rente. Rente in Peace. Rente in Peace, Rest in Peace.
Aber Rent in Peace ist schon richtig. Die wurden einfach auf eine Luxusetage geschafft und da umgebracht. Das ist die Belohnung. Krieg wahrscheinlich genau das gleiche ab. Nee. Nicht mit mir, Madame. Lass mich nicht verarschen. So, Phoenix Labor. Dann wollen wir mal. Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Ich liebe Science Fiction. Aber wenn das alles hier so ein bisschen seltsam aussieht. Tun wir es einfach so, als würden wir den Streifen da nicht sehen. Tatsächlich, ihr seht ihn auch. Aber liegt das an mir? Moment! Das werden wir mal ganz kurz prüfen. Grafik. Vertikale Synchronisierung. Was? Habe ich das jetzt gemacht? Nein. Ja. Nö, es liegt nicht an mir. Es ist einfach das Spiel. Aber wir können den Regenbogen verfolgen und gucken, wo er ist. Warte. Ich glaube, das ist meine Glasscheibe. Nee, es geht mit der Kamera. Na gut. Phoenix Labor, sehr unauffällig.